So, hallihallo Leute, ich wollte hier mal einen kleinen Tipp teilen, den ich unlängst bei einem Vlog vom Held der Steine auf seinem zweiten Kanal aufgeschnappt habe. Und das ist ja bei diesem ganzen Black Friday-Gedöns und sowieso generell einfach mal so einen Price-Crawler zu benutzen. Ich bin jetzt hier mit Idealo gelandet. Ich habe da keine Affiliation in irgendeiner Weise. Das ist auch kein, ja, sag mal, Endorsement. Ist einfach nur die App, die ich jetzt mal ausgewählt habe und weil ich mir den Namen merken konnte. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ja, also so ein Preiscrawler ist halt, denke ich jetzt gerade in diesem Black Friday Week Gedöns, wenn man sich dann überlegt, wenn man stundenlang durch Amazon, durch alle Angebote durchwühlt und nachher kauft man zwei, drei Sachen, die man wirklich überhaupt nie gekauft hätte und wirklich auch nie braucht und die letztendlich eh Schrott sind. Macht es doch mehr Sinn, die Sachen mal rauszusuchen, die man wirklich braucht. Zum Beispiel habe ich hier an meinem neu aufgerüsteten Rechner Platz für eine M2 SSD. Ja, hab mir gedacht, jo, das wäre doch ganz nett, sowas eventuell mal anzuschaffen. Siehe da, Black Friday, die Preise sind runter. Was ich wirklich auch hier mag, ist dieser Preisverlauf, dass man hier sehen kann, naja, okay, ja, das ist jetzt eine gute Bewegung. Und ja, jetzt, gut, ich habe jetzt hab natürlich jetzt ein paar Tage zu früh zugeschlagen. Die bei Saturn gestern bestellt, weil beim Otto mit Versand wären wir ja fast bei dem gleichen Lieferbahn 3 Wochen, wenn wir 3 Wochen warten müssen. Also ist der Saturn-Deal doch ganz gut, wobei Mediamarkt liefert es ja jetzt zum Beispiel auch für den gleichen Preis. Da hätte ich dann sogar schon ein Kundenkonto gehabt. Ja, ich finde das ganz interessant. Man kann sich dann natürlich hier neben seinem Merkzettel auch so Alarme stellen, Preiswecker, die habe ich jetzt auf dem anderen Handy. Ja, aber sie haben zum Beispiel diese Non-Memory-Card, das wäre jetzt was, was ich demnächst mal brauchen könnte, aber 100 € ist einfach zu teuer aus meiner Sicht. Und ja, bei anderen Sachen, ja, vielleicht gibt es mal ein Schnäppchen, vielleicht mal ein günstiges Weihnachtsgeschenk. Ja, zum Beispiel hier der AT-AT hat ja auch der Held der Steine unlängst vorgestellt. Für 150 natürlich viel zu teuer, aber ja, jetzt hätte man ihn hier bei Saturn auch für 100 kriegen können. Ne? Vielleicht geht er noch auf 95. Aber ich finde das auch praktisch, wenn man in einem Laden steht. Also ich mache das ja eh schon, wenn ich irgendein Sonderangebot sehe. Gerade bei Lego, wenn man in den Supermarkt geht und da ist eine Packung, die ein bisschen abgestoßene Ecken hat. Als Nicht-Sammler für Spielsets, ne, ist das natürlich, wenn es eh für die Kinder ist, denen ist es völlig egal, wie die Packung aussieht. Da hatte ich zum Beispiel den Lego City Express mal für 80 €. Personenzug hier. Ja, da hätte ich jetzt eingeschaltet gesehen, okay, den gab es aber schon mal für 75. Vielleicht doch nicht so ein toller Deal. Bisher habe ich halt immer nur bei Amazon geschaut, wie sieht es denn aktuell aus. Und so habe ich dann doch einen besseren Eindruck. Kriege ich denn jetzt was? Ich meine, jetzt bei den Lego Movie Sets spekuliere ich ja darauf, dass die vielleicht mal ganz, ganz günstig irgendwo auf den Markt gestoßen werden. Sieht aber gerade bei den coolen natürlich nicht so aus. Aber ja, die Kinder mochten den Film, ja. Genug davon. Also ich finde das super praktisch, so eine App zu haben. Muss nicht unbedingt Idealo sein, gibt glaube ich auch ein paar andere. Ist einfach nur der einzige Name, den ich mir merken kann, aus irgendwelchen unbekannten Gründen. Und jetzt gucke ich mal nach der Katze und hoffe, ich konnte euch ein paar Stunden Zeit und hoffentlich auch ein paar Euro sparen. Oder zumindest geht das Geld dann. Also meine Erfahrung ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil ich jetzt natürlich auch Sachen gekauft habe, die ich sonst wahrscheinlich nicht gekauft hätte, wenn sie nicht im Angebot gewesen wären. Also man gibt natürlich trotzdem Geld aus. Aber vielleicht nur für den Krempel, den man wirklich auch haben wollte und nicht für irgendwelchen nutzlosen Scheiß. Bis bald, Leute. Ich hoffe, es war eine Hilfe. Bis dann. Ciao, ciao.